Pensando nessa. Ah, ja, erstmal kurz das. Ja, hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider. Ja, wir sind jetzt das Heiligtum des Geon. Das ist immer noch in Ägypten. Und ich habe schon gestern mal ein bisschen reingeschaut im Lindabar, so ungefähr den Anfang weiß ich hier schon mittlerweile. Also so den Anfang ungefähr. Und zwar nehme ich das hier Magnum-Munition gibt und noch Munition. Nehme ich, oder? Was richtig, ja. Und gleich kommt ein Gegner, den wir alle mögen. Beziehungsweise zwei. Also so viel kann ich schon mal sagen. Das Artefakt habe ich den Skion nur. Zweimal. Also zwei Skion-Teile habe ich schon. Und der dritte fehlt mir ja noch. Und zwar. Zwei Gegner. Wie typisch. Dann geht's einmal hier hoch. Dann kommt ein Level, das wahrscheinlich bisschen länger dauern wird. Weil ich habe da keine Ahnung, was ich machen soll. Ich habe da wirklich keine Ahnung. So weit war ich nämlich noch nicht. Also ab hier ist es jetzt komplett blind. Komplett ohne dies oder das. Ja, man sieht ein sehr, sehr, sehr großes Gebiet sogar. Deswegen würde ich sagen, speichere ich hier einmal kurz ab, falls was passiert. Ja, ich weiß, ich bin gerade zum 20. Level gekommen, aber ich speichere schon direkt mal. Ich muss sagen, gucke ich mal erstmals, was wir hier oben haben. Wenn hier oben was ist. Was ich eher nicht bezweifle, zumindest. Also, dass hier oben nichts ist. Okay, hier brauchen wir was. Das wiederum bekommen wir jetzt doch nicht so. Aber hier hinten ist auch noch weiter. Da unten ist auch noch ein Tier. Ach du Heiliger. Ja. So viel zum Thema dazu. Aber Gott sei Dank habe ich gespeichert. Und bin direkt wieder hier. So, hier hinten gibt es noch einen Gang. Wie man sieht. Wie ich sehe von hier aus. Und da ist schon ein Medipack. Von hier aus bekommt man nichts. Und so viel zu dem Thema. Hier können wir nicht durch. Das heißt, es geht erstmal nach unten. Ganz nach unten. Ach, obwohl Quatsch, so viel zum Thema, das ist ganz blind. Ich habe ja gestern schon mal reingeschaut. Und ich weiß schon so ungefähr, was hier kommt. Nicht?
Ach, das war wahrscheinlich auf der anderen Seite. Nee, das war doch hier. Hier links komme ich erstmal nirgends hoch. Kann ich hier noch hochgehen? Kann ich hier noch hoch? Wo wiederum auch einfach nichts ist. Wohl doch, hier geht's auch. Ja, ich kann hier auch hoch. Aber was wir das wohl bringen wird, das weiß ich jetzt nicht. Ach ne, das bringt mich noch hier hoch wieder. Okay. Wow. Seitwärts hier runterhangeln, dass ich mich nicht so verletze. Nun einmal nach ganz links. Also raus aus der Seite hier. Da ist nichts. Hier geht's nochmal hoch. Da komme ich schon mal irgendwo hin, glaube ich. Jetzt noch zu. Oh, was haben wir hier noch? Hier geht es auch noch weiter. Ja. Da hinten ist auch eine Tür. Aber auch zu. Zu. Dann was gibt es hier? Also, da kann ich das von hier aus erreichen? Nee, sieht mir nicht aus. Also gut. Dann würde ich mal sagen, versuchen wir hier unser Glück. Ich habe jetzt also beziehungsweise gestern nur so weit gespielt bis zu den 2. Bis zu den 2 Mumien da, aber weiter auch nicht. Ach, hier kann ich nicht mal so. Oder hier kann ich auch. Ja, das war 1A. Ich weiß. Übrigens braucht man das Schiff machen wahrscheinlich nur so 30 Minuten Aufnahmen, ja nicht. Wegen dem Speicher und so. Wegen der Sache mit dem Speicher. Hier hoch. Bang. Okay, hier gibt es nochmal zwei Gänge. Hier kann ich nicht einmal nach links, aber nee, da komme ich nicht weiter. Moment. Okay, das hört sich gewaltig an, noch eine Hundesse oder so. Hundesse. Gott sei Dank ist die von uns haben wir nicht mehr da. Dann geht's irgendwie nur. Ja, da scheint es auch noch hochzugehen. Aber nicht von hier aus, oder?
Warte mal, ich denke nicht, dass das was wird. Ne? Okay, von hier aus nicht. Ja, dahin ist noch Magnum-Munition, aber. Komme ich jetzt momentan schlecht hin? Was war? Oh mein Gott. Ah, nee, geh von meinem. Nee, okay, diesen Wort. Dann weiß ich schon mal, wo ich nicht heute Nacht gehe. Auf die Toilette. Okay, ich kann mich ja vorbeihangeln. Ja, sorry, falls ich gerade ein bisschen ruhig sein, aber es ist schon spät leider. Ja, ich nehme eigentlich immer spät auf. Frag mich bloß nicht warum. Ist irgendwie so bei mir. Ich nehme immer spät auf. Warte mal, hier hin kann ich keine. Okay, wenn es jetzt Abgrund gewesen, das wäre schlimm gewesen. Okay, hier, ihr wollt schon runter. Ach komm, ich speichere noch einmal ab hier. Lol, ich wollte schon gerade sagen, kann schon schief gehen, aber irgendwie habe ich doch nichts gesagt. Das bin ich. Eben. Okay, noch einmal so springen und noch einmal. Okay, ist nicht steil ab. Okay, das öffnet unten die Tür. Aber so voreilig gehe ich jetzt erstmal nicht runter, weil hier noch Sachen sind, um einzusammeln. Okay, die habe ich jetzt nicht erwartet. Mal, what the fuck ist das jetzt? Ist das ein Gegner unten oder so? Übrigens, das war jetzt gerade auch eine neue Art von Gegner, das sind solche Flug. Dingenskirchen. Wo bin ich jetzt gelandet? Wo bin ich da jetzt schon wieder gelandet? Das heißt Laden. Okay, schon hier. Alter, die Horn ist. Ja, sorry, ich bin gerade von Horn ist abgelenkt worden. Die ist da gerade im Bad und die hört man an der Tür anballern. Da denke ich so, what the fuck, okay. Gott sei Dank bin ich jetzt nicht im Bad oder so. Muss auch nicht hier ins Bad gehen. Ich kann auch die Toiletten im Gang einfach benutzen. Ja? Alter, nicht zu weit laufen. Ja, ich weiß, das ist eine öffentliche Tür da unten.
Lol, da schubst mich das Teil einfach da runter jetzt. Und auch ein neues. Ja, ich weiß, der 20. Versuch mittlerweile darüber zu kommen. Gut, weil das sind wir schon bei 15 Minuten. Und ich habe noch nicht so einen derartigen Fortschritt hier gemacht. Weiß doch, ich habe Schaden genommen. Dafür ist das viel weniger geworden. So, hier speichere ich noch einmal ab. Weil ich das kann. Weil ich es kann. Okay, nur die Honda ist immer noch am Bad. Ich schätze immer noch. Okay, dann muss auch warten, wenn ich sehe. Sehe ich gerade. Lol, dahin ist Uzi mit dem von dem Kind. Lol. Wieso hängt die da in der Luft? Ist die da in der Luft? Und das sind, oder sind das die Uzi Hoffen, wo ich jetzt bis jetzt noch gar nicht gefunden habe, eigentlich. Ich mal kurz überlege. Ich habe bis jetzt die Uzi-Pistole noch gar nicht gefunden. Ist das gut oder ist das schlecht? Okay, ja, anders ist es schlecht. Da haben wir die Antwort, ist es schlecht. Die hängen mir gerade so verdächtig in der Luft. Warte, ich versuche mal was ganz Verrücktes. Ob da vielleicht irgendwie eine Plattform ist, die erscheint oder so. Ich weiß es gar nicht. Das ist mir gerade so krumm hier. Lol. Yay, ich hab die Uzis. Ach, das war ein Geheimnis hier. Lol. Ach du Heiliger. Okay, ja, ich hab's gerade gesehen. Okay. Ich würde mal sagen, das zählt auch fast alles ein Versuch, oder? Ja, dafür könnte ich jetzt hier oben die Gegend erkundigen. Also hier, wo ich noch nicht war. Okay, hier scheint schon mal nichts zu sein, oder? Oder? Und dann geht's noch weiter hier.
Hallo? Oh, weil ich wollte schon gerade sagen, wie das mit hochkomme. Hochkletterer. Okay, hier ist aber noch eine geschlossene Tür. Dort hältst du ja, kann ich auch momentan nichts machen. Ja, scheiße. Das wird ein bisschen doof. Ich weiß, ich weiß. Das war jetzt eben ein bisschen doof von mir. Immer hier hinter den Wolken und dann müsste man weiterkommen, wenn ich. Hier speichere ich noch immer ab. Zur Sicherheit. Hier gibt es so gehen. Das eine führt ins Wasser, da rutscht man runter. Genauso wie der andere, aber da führt auch ins Wasser. Ach, ich glaube, ich hätte hier drauf rennen müssen. Oder? Ja. Okay, dann weiß ich, was ich tun soll. Dann weiß ich ja, was man tun soll. Gehen wir nochmal hoch und dann rückwärts. Im anderen Durchgang rückwärts runterrutschen. Ja, ich weiß, rückwärts runterrutschen. Ey, seid rückwärts runtergerutscht. Rutscht. Okay, ich habe hier noch Magnum-Munition. Ouch. Hallo, wohin läufst du? Kleiner. Hallo? Doch, geht doch endlich. Geht doch endlich. Da geht's einmal da ins Wasser hinunter. Ich glaube, ich muss hier abspringen. Die goldenen Schlüssel. Da oben nutzen wir noch gar nichts. Bitte? Oder ist das zu weit? Okay, doch nicht so weit. Es geht. Und hier kann ich bestimmt den goldenen Schlüssel benutzen. Oder? Ja. Diese öffnet bestimmt die Tür hinter mir. Jo, waren wir schon klar.
Ach du heiliger Scheiße. Okay, Speicher ab. Tun wir gleich noch die besseren machen. Okay, der war schon mal erledigt. Und hier haben wir den Schlüssel. Beziehungsweise das Ankerkreuz. Das Ankerkreuz. Und ich muss mal kurz überlegen, wo man das noch einsetzen kann. Ich glaube, da ganz oben auf der Pyramide. Aber hey, jetzt kann ich den ganzen Weg wieder zurückgehen. Ich kann den ganzen Weg wieder zurücklaufen. Okay, und hier muss ich ins Wasser, sonst komme ich schon. Schräge könnte ich ja schlecht hochlaufen. Einmal hier hoch. Dann einmal da hoch. Und dann hier rum raus. Oder so ein Ganze da. Oder so ein Ganze da. Jetzt muss ich nur noch wieder hochkommen. Das ist wohl die Frage. Hier sieht man nicht noch hochgehen aus. Ach, wollen wir das mal, kann man okay, hier kann ich nicht. Ja, ich würde ja gerne noch das Ankreuz angeben, aber ich muss gerade, also das Angeben eingeben, aber ich muss gerade gucken, wie ich wieder hochkomme hier. Ja. Ich glaube, von hier aus kann ich auch nicht hoch, oder? Obwohl, doch, hier geht's hoch. Doch, 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 hier geht's schon hoch. Ach, verdammt. Und dann geht's einmal hier hin. Okay, das war erstmal ein Teil. Das heißt, ich brauche mehrere Teile. Fuck. Okay, jetzt habe ich gerade keinen Plan mehr. Wie komme ich an die weiteren Teile? Ach, hier unten hätte ich auch was eingeben können. Obwohl, nee, ich glaube, ich brauche einfach nur zwei Kräuter. Also zwei von diesen. Oh, Dinger. Heißt ich.
Ja, ich speichere hier nochmal ab. Ich guck mal hier wieder runter zu kommen. Dann ja. Dann ja. Oder ich falle einfach durch. Na gut, dann würde ich mal sagen, war es das mit diesem Video. Und dann, wenn euch das Video gefallen hat, dann sehen wir uns in der nächsten, auf dem nächsten Video wieder. Ja, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ciao.